Aber ich glaube, das ist einfach so, wenn man den neuen PC hat und alles neu einrichten muss, dass manche Sachen einfach auf Anhieb nicht so wirklich funktionieren. Und man manchmal auch gar nicht weiß, warum manche Sachen nicht funktionieren und das erstmal herausfinden muss. Ist so ein etwas nerviger Prozess, aber da müssen wir jetzt durch. Dafür hält der PC dann hoffentlich ein paar Jahre. Man könnte meinen, wir spielen das Spiel gerade zu viert. Stimmt. Wir haben noch zwei Mitspieler. Okay, also ich bin hier der N64 Yoshi. Und ich bin der Mutant-Tyranner Yoshi. Warte, warte! Okay. Guck mal, wie schön die Welt aussieht. Wie du mich weggeschubst hast. Einfach vorgedrängelt. Guck mal, eine Schnee- und Eiswelt. Jetzt war's wieder da. Warum denn? Aber nur, wenn wir so laut werden, oder? Kann das sein? Kannst du es bitte nicht ohne Vorwarnung machen? Ich wollte gucken, ob es wieder knackt. Also. Ja, nun. Weißt du, wir stehen hier in der Eiswelt und ich bin einfach jetzt schon durchgeschwitzt von dem ganzen Technikkram und von deiner Hose und von allem. Beste Bedingung, um zu starten mit Flauscheball-Effekt. Nein, Flau-Schneeball-Effekt. Hab ich doch gesagt. Ich kann nicht mehr. Es kann nur besser werden. Ich freue mich ja auf die Welt, aber ich habe Angst, weil es die fünfte ist. Heißt, die könnte gemein sein. Sei einfach gemeiner. Okay. Okay. Wo war der Knopf? Moment, ich muss mich erst runterschlucken. Ja. Ich war schneller. Nein! Lass mich nicht zurück! Du Mordwaffe, du. Ja. Oh, guck mal da im Hintergrund die Mütze. Guck mal, wie süß die aussieht. Wie kommen wir da jetzt dran? Wahrscheinlich müssen wir das Eis irgendwie brechen. Kannst du bitte aufhören, mich die. Vielleicht kommt da noch irgendwie was? So ein Flammenwerfer oder so? Du weißt schon. Damit das kaputt machen? Nein. Nein. Erstmal ein paar Scheigeist sammeln. Warte, ich schieß das da oben mal ab. Ja. Weil hier ist ja überall auch so ein bisschen, ne? Eis. Vielleicht kriegt man da wirklich gleich noch was. Das war dumm. Schön, dass du dich genauso dumm treffen lässt wie ich. Ja. Das ist aber auf der Schräge auch nicht so leicht, die abzuschießen oder einzusaugen. Oh, zurück. Oh. Ja, gut. Müssen die Nussknacker wieder mitnehmen. Ich fühle mich etwas bedroht. Ach was! Oh, man sieht sogar hinten so unsere Schatten, wo wir entlang springen. Ah. Das ist voll hübsch, das Level. Das mag ich bislang. Als ob da unten nichts ist. Anscheinend nicht. Hast du da versucht reinzu? Wahrscheinlich von der anderen Seite eher. Ja. Ja. Und dann kriegst du ja den Yoshi, ne? Wahrscheinlich hast du so einen Schnee- oder Eis-Yoshi. Guck mal, wie Und traurig er jetzt habe ist. ich ihn getötet. Lass dich mal töten, damit du wieder etwas mehr Energie hast. Flupp. Ist das jetzt wieder ein guter Anlass, um ungefähr zum 85.000. Mal zu erzählen, warum ich Eis- und Schneewelten so gerne mag? Willst du mal runterkommen? Ja, ich kann nicht. Doch, jetzt kann ich. Hier, nimm dir noch ein Ei mit. Danke. Magst du Eis- und Schneewelten, wenn sie keine Rutschphysik haben? Wenn sie keine Rutschphysik haben, ist alles okay. Wenn sie rutschen, Wollen dann wir sind sie da. scheiße. Okay.
Aber ich finde halt, es gibt halt so gewisse Sachen. Das war nicht so smart, oder? Nein. Mit denen kann man einfach richtig kreativ werden. Und ich finde, so... Ne? Eiswelten gehören halt einfach dazu. Du kannst halt so viel machen. Du kannst so ein bisschen Weihnachten machen. Ne, du kannst aber theoretisch auch wirklich mit Eiskristallen arbeiten oder mit Schneefall oder mit Iglus oder so. Also ich finde, du kannst da richtig viel draus machen. Und ganz ehrlich, gibt's wirklich so, wahrscheinlich irgendwie so Boomer oder so, aber wenn du wirklich nicht mit dem Auto fahren musst im Winter und es liegt so richtig dick Schnee und du kannst so durch den Park gehen und bist dick eingepackt und es ist einfach richtig schön und der Schnee kommt von oben runter, wer findet das denn nicht schön? Leute, die dann sagen, hey, dann muss ich morgen mein Auto freikratzen. Ja, das juckt aber in dem Moment keinen. Es ist halt einfach richtig schön. Nimm auch mal ein Feuer mit. Alle, ich guck mal nach dem Level dann rein. Aber solange es halt, wie gesagt, immer nur ganz kurz knackt, ist es ja zumindest machbar. Hier Feuer hoch. Da, wo der Kristall ist. Moment. Muss ich da einfach nach oben gucken für? Ja. Und dann... Schießen. Ups. Nein, deine Zunge. Okay. War nichts. Schieb mich nicht runter! Ich wollte in die Röhre. Okay. Aber du wolltest irgendwie nicht aus dem Weg gehen. Verwandlung. Aber wie gesagt, ich hoffe jetzt, das Knacksen ist nicht zu nervig. Ich, keine Ahnung, woran das liegt. Mit A. Du bist aber vorne. Mhm. Oh. Nicht schlafen. No. Ich hab's auch verfehlt. Jetzt bringt's eh nichts. Wir schaffen von der Zeit eh nicht mehr. Wenn wir da nicht mehr hochkommen. Na gut, dann warte ich. Es war irgendwie, ich weiß nicht, ein doofer Sprung. Wenn es nicht so sehr stört, dann ist es auf jeden Fall schon mal gut. Ich wüsste halt auch gerade nicht, was ich dagegen machen soll. Also spontan ist immer etwas schwierig. Erstmal rausfinden, wo es herkommt und was es ist. Ja. Aber ich sag mal, wir haben ja schon ein bisschen was gefixt bekommen im Vergleich zum... Wie kommt man da denn am besten hoch? Warum fährst du jetzt weiter? Ich glaube, dass da keine Stempel drin waren, aber... Wobei, ich kann es nicht ausschließen. Dann machen wir wieder und machen nochmal von vorne. Aber wie springt man da am besten hoch? Das sind ja so kleine Sprünge. Gucken wir doch mal. Er fährt einfach die ganze Zeit. Ich will das gar nicht. Ich wollte zurückfahren. Ja, ich wollte ja auch anhalten, aber ich konnte nicht. Weil er einfach immer weitergefahren ist. Und das Problem ist ja auch... Wobei, kannst du es beliebig oft? Solange ich es nicht abschließe, kann ich jederzeit wieder rein. Okay. Wir haben alles. Aber wenn wir es jetzt einmal abgeschlossen haben, können wir dann nochmal rein? Wenn wir die Tür wiederfinden? Ja, denke ich mal. Oh. Ich hoffe mal, ich habe doch mal alles eingesammelt, weil er nicht mitgescrollt hat. Ja, weil ich nicht hochgekommen bin. Es ist doch zu zweit auch irgendwie etwas kacke. Schon. Oh Gott. Okay. Ich glaube, ich habe alles. Das war beängstigend. So, gucken wir mal in die Richtung. Ja, wollen wir den Scheiger eben mitnehmen. Ah, I see. Ah, hier, ich habe nichts gegen Rutschphysik. Ich finde, die können teilweise auch lustig sein, aber wenn da nur so ein Block ist, ist es manchmal etwas scary. Dann machen wir die mal weg. So, Moment. Kommt man hier besser durch. Mhm.
wollte nur gucken. Mach du mal hier was weg. Da ist auch nichts drin. War nirgend sowas drin. Wow! Du kannst ja auch nicht alles wegmachen, ne? Mein Bluetooth ist manchmal auch einfach weg. Ja, es ist halt mit Technik. Manchmal hat man keine Ahnung, woran es liegt und plötzlich funktioniert es irgendwie nicht. Ich glaube, das kennen wir alle. Moment. Oh, nice. Willst du abschießen einfach? Ach so. Das war schon am einfachsten, um da dran zu kommen. Was? War so geplant. What happened? Ich habe ihn nicht auf Anhieb getroffen, aber über Bande dann. Willst du das unter uns holen, die zwei Kristalle? Ja. Das sind sogar wirklich drei. Eins ist hinter der Pflanze. Hm? Oh Gott. Du magst es knapp. Mhm. Scheinbar ja. Ja, ich sehe. Verdammt, aber ich habe das Ding noch geholt. Immerhin. Okay, dann können wir weiter. Ja. Ich hoffe, wir haben alles. Mhm. Ich auch. Run! Vielleicht können wir gleich nochmal zurücklaufen. Schade. Nee. Ich glaube, wir können nicht nochmal zurück. Warum? Weil wir gerade zerquetscht wurden. Das heißt, wir müssen aber nochmal rein, um mit voller Heilung wahrscheinlich okay durchzukommen. Ah, I see. Nein, das war das falsche Feuer. Ja, nun. Na gut, dann nochmal töten. Also das Level hat schon einige Passagen, die auf Anhieb echt schwierig sind. Das Verwandlungslevel oder auch das hier. Aber dann wiederum, es ist halt die letzte Welt, ne? Nein. Nicht hier, sondern hier. Natürlich bin ich genau auf den Stacheln gelandet. Natürlich. Wow, oh, nochmal Stacheln. Gut, dass du das noch geholt hast. Den einen aber nicht. Hoffen wir, dass der nicht wichtig war. Wow. Hilfe! Hier sind so viele Stacheln. Ich will halt nur auch nicht direkt hinter dir laufen, weil ich dich dann immer behindere, habe ich das Gefühl. Aber so viel Spielraum nach hinten hin habe ich halt auch nicht. Nö. Was? Achso, ich bin gerade zu weit weg. Gut, dass du dich hast zerquetschen lassen. Ich glaube, du bist hast ein paar Mal zu oft verkackt. Ich? Oh, wir haben wirklich ein Standbild. Ach, warum denn? Was ist denn heute? Ich dachte, du hast das gefixt. Ich auch. Läuft das jetzt? Ja. Können wir es mal töten lassen. Warum? Weil wir gerade eins übersehen haben. Sowas frustet mich halt immer, wenn ich halt auch nicht weiß, woran es liegt und wenn ich es halt auch dann spontan nicht fixen kann, weil ich mich ja dann auch drauf einstelle, ich möchte jetzt gerne streamen und dann geht das nicht. Warum sind eigentlich alles Probleme, die ich habe, Probleme, die du irgendwann auch mal hattest in deinem Stream? Aber dich hat das irgendwie nicht so gejuckt. Okay. Aber haben wir da alles eingesammelt? Auf dem Weg hierhin, ja. Aber eine Wolle fehlt uns ja halt eben noch im Spiel. Sicher, dass wir da alles eingesammelt haben? Ja. Wir müssen eh nochmal hier durch, von daher. Ist schon Schluss. Mhm. Wait, wo ist die eine Blume? Nochmal zurück. Nee, nochmal hier rein.
Die ist doch bestimmt jetzt irgendwo freigelegt worden. Nee, da kommt man ja nicht wieder hoch. Mm-mm. Hä? Aber... Oh, da kann man nicht runter, okay. Ah, immerhin das. Hilfe? Komm her. Nein, du hast durch dich ein Bonusspiel geworfen. Warum landest du auch immer in den Bonusspielen? Ja, wie gesagt, irgendwie hast du diese ganzen Probleme auch mal irgendwann gehabt und du hast sie gefixt. Aber ich glaube, du hast sie gefixt, indem du einen neuen Grabber gekauft hast. Ich wollte sagen, neuer PC oder neuer Grabber war da, glaube ich, im Endeffekt die Lösung. Das ist jetzt nicht die Lösung, die mir weiterhilft. Ich meine, der PC ist ja quasi professionell zusammengebaut und die haben ja auch getestet, ob der funktioniert. Also gehe ich nicht davon aus, dass da irgendwie da ein Problem vorliegt. Mhm. Oh, da war ja Boden unten. Stimmt. Als ob! Okay. Kann man mal machen. Rede nicht drüber, dass ich die Melone eingesammelt habe. Das heißt, wir haben noch keinen neuen Yoshi, ne, weil uns die Wolle noch fehlt. Mhm. Quasi eine Wolle und ein Sticker. Ja. Und die Herzen. Ich vermute mal, dass die wahrscheinlich einfach beide am gleichen Ort sein werden, die Wolle und der Sticker. Solange das Ding nicht im Verwandlungslevel ist. Hm. Am Ende war es genau dort an der einen Stelle, wo ich nicht hin konnte, weil es zu hoch war. Was will ich da? Hm? Ich glaube irgendwie nicht. Okay. Nichts Interessantes. Flop. Und das hier oben hatten wir ja. Ich denke. Ja. Schieb dich auch noch mit an. Mhm. Ist hier oben noch was versteckt. Das ist die dumme Scheigei-Passage, wo man die so schlecht einsaugen kann. Mhm. Wo möchtest du hin? Hier hin? Nach rechts. Okay. Aber zumindest einfach nur, um die wegzuhauen. Komm mal runter. Einfach nur sicherheitshalber mal, aber... Mhm. Meine, die haben wir auch beide, ja. Die leuchten. Müssen dann nochmal den Passagen mit dem ja. Eis mal gucken. Nicht, dass da irgendwie was im Eis versteckt ist. Mhm. Aber wenn das halt leuchtet, sieht man das, glaube ich, echt... Nicht so gut. Ach, guck mal. Vor allen Dingen, es wird mir jetzt wahrscheinlich keiner glauben, aber ich wollte sogar, als wir durch die Röhre gegangen sind, noch sagen, warst du da oben? Aber dann warst du schon durch die Röhre durch. Na, na. Aber trotzdem. So, sonst auch nichts weiter, dann weiter. Was? Achso. Aber ich glaube tatsächlich, das, was ich gesagt habe, mit dass die USB-Slots sich irgendwie regelmäßig nicht mehr verbinden. Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Weil meine Maus während dem Stream jetzt nämlich auch schon mehrfach angefangen hat zu leuchten, obwohl ich sie nicht berührt habe, was sie nur macht, wenn sie sich neu startet. Hm. Das wäre echt blöd, wenn du Probleme mit deinen USB-Slots hättest. Ja, was macht man denn dann?
Nee, es könnte auch das sein, dass es dann ständig in den Stromsparmodus gehen muss. Ich komm da nicht hoch. Jetzt bin ich tot. Moment, jetzt nicht mehr. Also irgendwie sowas wird es, glaube ich, echt sein, weil ich habe es an meiner Maus auch schon mehrfach beobachtet. Und das würde auch erklären, warum der Grabber ab und zu abkackt, weil der halt auch sich ausschaltet irgendwie. Danke. Was? Danke für nichts. What happened? Du hast mich in den Tod geschubst. Das habe ich nicht gesehen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass alle USB-Slots gleichzeitig kaputt sind. Oder halt diesen gleichen Fehler irgendwie haben. Ne? Weißt du, was Alex da schreibt? Kommt halt drauf an. Ich weiß jetzt nicht, ob dein Mikro das Problem jetzt auch macht oder nicht. Weil alles, was die Probleme macht mit den Neustarts, sind hinten angeschlossener Motherboard. Außer das Mikro. Ja. Aber das vielleicht ja auch. Vielleicht ist das Knacken ja auch, dass es sich kurz abschaltet. Aber sich dann eben besser wieder fängt als der Rest. Gut, wir müssen hier jetzt nicht alles einsammeln. Es geht ja nur um die eine Stelle. Ja. War das die Stelle? Ja. Aber ich glaube, da war sonst nichts. Ja. Ja, da haben wir auf jeden Fall alles in dem Ding vorhin schon geholt. Ja. Da ist Wolle Nummer 2. Und da haben wir auch alles. Also hier halt drin haben wir, glaube ich, alles geholt. Aber wie gesagt, die haben ja alles getestet, als sie den PC zusammengebaut haben. Das fände ich irgendwie sehr seltsam, wenn dann da irgendwas kaputt wäre. Was mir gerade auffällt, da unten ist auch noch eine Röhre und alles. Das stimmt. Dann war auch nicht. Moment. Moment, wenn irgendeine der Röhren rein kann. Ja. Kann man. Und ich kann mir schon vorstellen, was da unten noch drin ist. Mhm. Achso, und dann auf der anderen Seite. Ja, auch wieder rein. Aber was macht man denn theoretisch, wenn das Motherboard irgendwie noch einen Knacks hat, aber der PC an sich funktioniert? Muss ich den ja komplett wieder abbauen und dahin schicken? Da habe ich natürlich sehr viel Bock drauf. So einen neuen PC dann wieder zurückzuschicken, weil irgendwas nicht funktioniert. Können nicht einfach die USB-Dinger im Energiesparmodus sein oder so? Und das ist irgendwo einfach eine Funktion. Ja. Tut mir auch leid, dass wir die ganze Zeit über nichts anderes reden währenddessen. Aber das ist natürlich ein bisschen nervig so für allgemeine PC-Benutzung, aber halt besonders halt für die Streams. Sache ist, ich komme da jetzt so nicht hochgesprungen. Deswegen werde ich dir unauffällig folgen. Mhm. So, ich muss nur noch mit voller Energie zum Ziel kommen. Hast du volle Energie? Jetzt ja. Ich sehe nichts. Oh Gott. Don't kill me. Ja, dann geh doch! Okay. Wir haben alles. Meine Güte. Irgendwie macht mir das im Chat nicht gerade Hoffnung. Ne? Aber wie ranzig wäre denn das, wenn das Motherboard einfach einen weg hätte? Weil das ist ja so mit das Wichtigste, sag ich mal. Da siehst du, sie leuchtet wieder. Ohne dass ich sie berührt habe. Aber die Maus macht es öfter als der Grabber. Hm. Der Grabber macht es irgendwie, wenn wir das von Hat es gleichzeitig geknackt mit der Maus? Aber der Grabber ist nicht ausgegangen. Nee.
Was ist denn das für ein Hexenwerk? Lass dich einmal kurz in den Clip von vorhin einmal rein. Ja, ja. Wäre jetzt erstmal stehen geblieben. Aber das Mikro ist vorne angeschlossen, die Maus ist aber hinten angeschlossen. Das ergibt dann aber doch gar keinen Sinn. Also ich meine, wenn sich alles gleichzeitig neu startet, okay, sehe ich, dass dann das Mikro einmal knackt. Aber es hat doch gestern, ihr wart doch gestern auch teilweise hier. Hat es gestern geknackt im Stream? Nicht, dass ich, also es hat sich niemand beschwert. Und ich kann mir auch nicht erinnern, dass die Maus die ganze Zeit geleuchtet hat. Das macht sie ja irgendwie erst seit heute. Also, gut, der Grabber hat schon länger Probleme, aber... Das ist total unlogisch. Ah, das ist das, was gerade auch im Chat steht, ne? Was du gerade machst. Ja. Genau da gucke ich gerade rein. Computer kann das Gerät ausschalten, um Magie zu sparen. Junge, nein! Mach doch nicht diesen! Warum ist das standardmäßig angewählt? Mach das aus! Es ist überall aktiv! An jedem USB-Slot! Ja, also an vier Stück konnte ich es gerade wieder ausschalten. Und die anderen sind wahrscheinlich einfach leer, oder? Deswegen steht da nichts dran. Was ist denn alles angeschlossen? Dein Mikro, dein Grabber, deine Maus, Tastatur. Deine Tastatur. Und meine externe. Externe wird ja das USB-Massenspeichergerät sein. Dann habe ich hier einmal USB 3. Hier war gar nichts dran und gemischt generischer. Das wird später lustig, das für YouTube zu schneiden. Die Frage ist natürlich jetzt, ob das funktioniert hat. Aber die Maus hat sich sehr oft neu gestartet. Ich kann man einfach mal zwei, drei... Weißt du was? Hier ist jetzt ein Kinderriegel. Okay. Und ihr könnt uns ja sagen, ob das Mikro wieder knackt oder ob das Bild mal hängen bleibt oder was auch immer. Im Idealfall passiert einfach nichts davon.